Freunde, Servus, heute rede ich über den Systemhandel, beziehungsweise was ist überhaupt der Systemhandel? Hast du bestimmt schon tausendmal gehört. Hier kommt jetzt die Definition, dranbleiben. Systemhandel. Naja, Systemhandel hört man ja im Trading oder in dem Bereich der Finanzen sehr oft. Das ist ganz einfach. Es ist der computergestützte Aktienhandel. Also mit Hilfe eines Computers erstellst du deine Handelsstrategie und diese kann selbstverständlich aufgebaut werden mit Indikatoren, Oszillatoren, mit Kerzencharts oder auch mit Formationen wie die W-Formation oder die M-Formation und so weiter. Na klar können auch im Systemhandel auch die Fundamentaldaten mit eingebaut werden, falls man solche Datensätze bekommt, was es natürlich auch gibt. Ich persönlich arbeite mit der Trading-Software Wealthlab. Ja, hast du richtig gehört. Man benötigt eine Trading-Software. Es gibt sehr viele Trading-Software, nicht nur Wealthlab, es gibt auch den Ninja Trader und so weiter. Falls du Interesse hast, recherchiere ein wenig im Internet. Was ist sehr wichtig bei einer Trading-Software? Ganz klar, die muss natürlich einen Backtest haben. Was heißt Backtest? Eine Trading-Software macht ja von sich aus erstmal gar nichts. Okay, eine Trading-Software, wenn du eine Handelsstrategie aufbauen möchtest, musst du sie erst mit Daten füttern. Nehmen wir mal ein ganz einfaches Beispiel. Nehmen wir den Indikator RSI. Der oszilliert zwischen 80 und 100, also zwischen 0 und 100. Jetzt sagst du zum Beispiel bei 80, wenn er über 80 kommt, möchte ich auf fallende Kurse gehen, weil ich denke, der Markt ist überhitzt und zum Beispiel nehmen wir die Apple-Aktie, geht wieder ein Stückchen nach unten. Und bei 20 setzt du den RSI ein. Wenn der Kurs unter 20 fällt, gehst du davon aus, dass es wieder einen Impulsive Move oder was auch immer, wieder gehst du davon aus, dass der Schwung wieder nach oben geht. Okay, unter 20 kaufst du eine Aktie und über 80 verkaufst du sie wieder. Ganz einfaches Beispiel, RSI, Relative Strength Index. So, jetzt musst du das natürlich erstmal eingeben so. Dann nimmst du zum Beispiel den DAX 40. Ja, da sind 40 Unternehmen drin in Deutschland. Und jetzt testest du, jetzt komme ich nämlich dazu, was wichtig ist an einer Trading-Software, ist die Backtesting-Funktion. Jetzt nimmst du diese 40 Aktien und testest sie zurück bis zum gestrigen Tag, denn in die Zukunft können wir ja nicht schauen. Bis zum gestrigen Tag, wie hat sich der DAX 40 die letzten 2, 3, 5, 10 oder auch 20 Jahre entwickelt? Also wie war die Performance, der Gewinn und der Verlust? Was ist der Vorteil daran? Naja, du weißt ja schon mal, ob dieser Markt, ob dieser Indikator für diesen Markt tatsächlich auch was bringt. Du hast schon mal einen groben Überblick zwischen dem Gewinn und dem Verlust und wie oft, wie viele Trades du eingegangen bist. Also das ist wichtig bei einer Trading-Software. Diese Funktion sollte man in einer Trading-Software definitiv haben. Was ist noch ein Vorteil? Naja, ein Vorteil ist, dass du ein komplettes Portfolio scannen kannst. Ja? Also nicht nur einzelne Werte, wie zum Beispiel die Allianz, sondern wie vorhin kurz angesprochen, den kompletten DAX 40. Ja? Das komplette Portfolio kann man drüber gehen. Man kann auch den S&P 100 eingeben oder auch den 500. Es spielt überhaupt keine Rolle. Du kannst dir dein eigenes Portfolio zusammenstellen, was du denkst nach bestimmten Kriterien, was du ja selbst dir ausgesucht hast, zum Beispiel nach der Marktkapitalisierung. Ja? Okay, das gehört schon mal wichtig zu einer Trading-Software, einer Backtesting-Funktion und auch, dass man ein komplettes Portfolio
scannen kann und sehr viele Möglichkeiten im Bereich natürlich der Asset-Klassen. Du brauchst Datensätze, solltest du zur Verfügung haben, wenn du Commodities traden möchtest, Aktien, Kryptos, Rohstoffe, das alles, Währungen, das alles lässt sich ganz simpel testen und mit verschiedenen, habe ich schon vorhin angesprochen, du kannst Einstiege nach Kerzencharts-Muster tätigen oder auch nach Charts-Formationen, wie zum Beispiel W oder die M-Formation. Es gibt natürlich sehr viele, das würde jetzt dieses Video sprengen, dass, wenn ihr Interesse habt, zu einem gegebenen, zu einem anderen Video, zum Beispiel über Kerzencharts-Formationen. Computerausstattung, wenn du jetzt in einer Trading-Software möchtest du ja jetzt ein Portfolio testen, 10, 15 Jahre zurück, dann benötigen wir ein wenig Rechenpower, um die ganzen Parameter auch zu testen gegeneinander und in Kombination. Da sollte man schauen, dass man viel Arbeitsspeicher hat und einen mittel bis auf jeden Fall mal einen mittleren Prozessor, würde ich persönlich sagen, ist sehr sinnvoll. Es geht ja auch mit einem Schwächen, dann dauert halt der Prozess länger. Das ist computergestützter Aktienhandel. Was ist noch, was braucht man bei einem computergestützten Aktienhandel nicht, ist natürlich Kenntnisse von der Fundamentalanalyse, wie zum Beispiel, was ist ein KGV? Und solche Kennzahlen interessieren einen nicht. Ich persönlich, wenn ich handle, nehme ich diese Werte, beachte ich diese Werte auch. Mich interessiert selbstverständlich, wie stark ein Unternehmen dasteht. Das ist ein wichtiger Punkt für mich. In Kombination mit dem Systemhandel ist für mich, hat sich herauskristallisiert, die beste Performance. Das war's zum computergestützten Aktienhandel, heißt auch Systemhandel. Das ist keine Wissenschaft. Wir geben halt Daten ein und mit diesen Daten arbeiten wir dann. Das ist der computergestützte Aktienhandel. Du musst dir keine Gedanken machen, wann du in einen Trade einsteigst, wann du wieder aussteigst. Denn das sollte ja schon vorhin schon bekannt sein. Wie gesagt, beim RSI ein kurzes Beispiel. Über 80 verkaufst du die Aktie und unter 20 kaufst du sie zum Beispiel. Also hast du schon Einstieg und einen Ausstieg. Dann haben wir noch Money Risk Management. Kann man in diese Funktion auch noch mit eingeben, ist überhaupt kein Problem in einer Trading-Software. Jedoch ist Money Risk Management ein eigenes Thema, mache ich dazu auch ein Video. Money Risk Management, wie sagt man so schön, wir wissen nicht, wohin die Kurse gehen, in welche Richtung die sich bewegen. Das Einzige, was wir kontrollieren können, ist das Money Risk Management. Und das sollte man definitiv nicht vernachlässigen. Ich wünsche eine hohe Performance. Vergiss nicht, auf den Button zu hauen. Daumen nach oben, um kein Video mehr zu verpassen. Herzlichen Grüße, alles Gute, hohe Performance. Bye, bye.